Spanier waren 2-0 Sieg für LOB. Hallo Cubase. Ich meine, einmal die standen 1 gegen 1 gegen Torwart an den Pfosten geschossen, also es war wirklich eine 100%ige von Copagna. Aber ja, dann 2 Tore gemacht. Unfassbar stark. 2-0, 3 Punkte mitgenommen. Jetzt spielen wir gegen, glaube ich, The Only Ones, hießen die, im Pokalfinale. Und es wird krass, Jungs, es wird krass. Hey, die Junge, Servus und danke. Wir pushen die Jungs im Stream. Der Chat muss komplett aktiv sein, komplett ausrasten. Bei allem, bei jedem Zweikampf müssen wir das fühlen, Jungs. Wir geben dem Team die Kraft. Rex, Junge, mit dem Ball, Sachse, der ist schnell. Puyol. Shaqiri. Ist das Sherdan Shaqiri? Den Namen da, von dem kann ich nicht aussprechen, Jungs. Es tut mir auch leid. Kuba, Junge, verliert den Ball. Gegen, glaube ich, war es Lukaku. Nikolas mit Hacke. Mit Hacke, Spitze, alles. Ghost kriegt den Ball, aber Nico hinten. Mit den grünen Haaren. Sicher schön, aber mit dem Außenriss. Auf Kuba. Kuba, aber Blacky. Ich glaube, der wollte ihn erst mit der Brust annehmen und ein bisschen rumflicken. Dachte dann aber, Pokalfinale kann ich nicht machen. Varane jetzt in Bedrängnis. Stark der Druck hier von The Only Ones. Ja, Joel Servus, aber das gute Spiel gemacht. Dein Name ist mir in Erinnerung geblieben. Das heißt, ja, du warst stabil, Bro. Und Glückwunsch dann zur Meisterschaft. Nico Junge verliert den Ball gegen Yannick. Der macht da Pressing. Kuba. Kuba, der ist wendig. Ich merke es direkt. Lukaku Junior. Der verliert heute keinen Zweikampf, ich sag's euch, Jungs. Mirko. Mirko Tier. Oh, du machst den Dragback Fake. Alles komplett, die ganze Abwehr auseinandergenommen gerade. Abstoß. Abstoß, da hat Nikolas zu viel gewollt. Ja, ich kenne die ganze Szene nicht, Jung. Ich bin hier nur Kommentator. Frank Buschmann kennt auch nicht irgendwie Basketballer. Alles gut. Ey, du warst schon Tier, Junge. Man direkt gemerkt deine Präsenz. Bist ein Anführer, Junge. Sag's ja, der macht das immer. Puyol. Auf Kuba. Auf Manu. Auf Shaqiri. Ob der heute den albanischen Adler auspacken kann. Wir werden sehen. Manu auf Shaqiri. Durch die Mitte, durch beide durch. Durch Yannick und Mirko war es, glaube ich. Ghost mit einem Fake-Shot. Ben nimmt bis jetzt noch eine relativ defensive Rolle da ein. Eher wie der fünfte Mann in der Abwehr. Muss er auch bei der Dreierkette. Aber doch noch ein bisschen passiver, ein bisschen braver als im Spiel davor. Vielleicht der Druck auf seinen Schultern. Unfassbar, dass hier im Chat Werbung von Nightbot gemacht wird für Sachse, aber nicht für mich. Finde ich ein bisschen dreist. Der Ball da hinten rum, ein bisschen gefährlich, aber Rex, der kann ihn annehmen. Ja, Joel, ich habe gar keinen Plan davon. Oha, was macht denn der Torwart da? Komplett auf Spaziergang. Oh mein Gott, Ben, fall doch drüber! Wenn Ben da drüber fällt, ist nicht clever genug, Sachse. Ey, ich wäre drüber gefallen. Ich sag's euch so, wie es ist. Wenn der, wer da so reingrätscht im 16er. Also, ich kommentiere einfach, weil es Bock macht. Und 23 Zuschauer hier zu unterhalten, ist schon eine Ehre für mich. Ich sag's so, wie es ist.
bei meinen Top 100 Ergebnissen in der Weekend League nicht so viele Zuschauer gehabt. Schade, Michi. Shaqiri auf. Ja, ich weiß nicht, wie ich den aussprechen soll. 31 Pro Evolution oder so. Tut mir leid, auf jeden Fall an den Meister. Yannick, starke Drehung. Lukaku Junior. Wenn der noch einen Assist gemacht hätte heute, ne? Und keinen Zweikampf verloren. Das wäre krank. Bordon, der Ex-Schalker. Aber der da mit dem komischen Namen, der ist überall auf dem Feld, ne? Das ist krass. Langer Ball auf Kuba. Der wechselt die Seite schön auf Michael. Michael in die Mitte auf Manu. Ah, der wird da taktisch gefoult, ist okay. Kann man machen. Aber haben die ja auch eine ausgeklügelte Taktik oder? Ich stelle nicht einfach nur defensiv auf. Ich glaube, es ist eine relativ defensive Ordnung einfach. Ja, Sebastian Servus und das Pokalfinale. 0-0 in 35 Minuten ausgeglichenes Spiel. Beide noch keine krassen Offensivaktionen hier gehabt. LOB vielleicht ein bisschen weiter vorne gewesen. Bisschen näher am Tor dran, aber nichts Zählbares. Philipp, Junge, was geht? Auch hier zum Supporten. Der ganze Chat muss wirklich supporten. Das spüren die Jungs. Ich sag's euch so, wie es ist. Kuba. Der wird hier wieder bedrängt. Aber holt den Einwurf noch raus. Pardon. Kann hinten rum spielen. Genau so, Junge Sebastian. Genau so. Sag so. Zauberfuß. Warum spielt er den nicht weiter durch? War eine gute Chance. Lukaku. Krasser Ball. Ben. Also jetzt ist man näher am Tor dran. Aber man schafft es nicht aufs Tor zu schießen. Shaqiri macht ein gutes Spiel bis jetzt. Der Ball kommt aber nicht an. Mirko. Auf Sachse. Sachse. Auf Nikolas. Den macht er nicht. Den kriegt er nicht aufs Tor. Minimal zu steil der Ball. Aber sehr stark gespielt von Sachse. Überragend gespielt. Sachse ist klein. 1,60 groß. Haben die Gegner das vielleicht schon vorher analysiert, dass man die Abschläge darüber spielen kann? Der Ball kommt nicht an. Nico hinten auch stark bis jetzt. Die baller ich noch to go, den kenne ich sogar. Ich glaube, den habe ich schon mal in der Weekend League gespielt. Unfassbar. Oder kennt man den? Ich kenne den auf, ich habe den Namen schon auf jeden Fall gehört. Ich glaube, ich kenne den ehrlich. Das ist krass. Ich glaube, es ist ein Elite-Öler. Aber ich kann noch komplett was falsch. Ja, ich glaube, der hat ein Juve-Wappen. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe schon mal eine Nachricht geschrieben. Ja, der ist sogar gelistet. Ich kenne den. 209 am Dings. Krass, aber im ganzen Spiel nicht einmal aufgefallen. Aber kann sich ändern. Dem Lewandowski fällt auch 90 Minuten nicht auf, macht in der 91. das 1-0. So ist es im Fußball. Braucht man vielleicht diese eine Aktion, um das Spiel zu entscheiden. Vor allem bei einem 0-0 zur Halbzeit. Der Pausentee wurde geschlürft. Rex. Sachse. Ich meine, der kommt aus. Der ist ein bisschen brasilianisch. Ich wäre ausgerastet, der Dybala ist to go. Den jetzt wirklich reingemacht, nachdem ich es gesagt habe. Das wäre wirklich krank gewesen. Sagst du, der weiß nicht, dass man auf den Ball zulaufen muss. Aber den Ball ja runterpflücken, das kann er. Das. Ein bisschen steil. Aber der Torwart, der macht da ein bisschen.
Ein bisschen faxen. Vielleicht einfach mal aus der zweiten Reihe schießen. Digga, was hat Nikolas da gerade für einen Ball gespielt? Und Mirko kann ihn nicht reinmachen. Aber der Ball war krank. Ach du Scheiße. Hat das geklappt? Dijk. Leg drüber! Dijk, leg drüber! Varan! Okay, ja, das war jetzt auch eine große Chance. Ich sag so, wie es ist. Man kann auch die Ecken immer auf Dijk spielen mit der 29. Kann man machen. Ben mit dem Außenriss. Rex. Also jetzt. Man dominiert in der zweiten Hälfte. Man nutzt die Außen besser. Ich stehe nicht mehr so defensiv. Man spielt eher defensiv eine Dreierkette, als wie in der ersten Hälfte vielleicht noch eine defensive Fünferkette. Blackie. Leichte Unsicherheit. Aber er lässt sich nicht nervös machen. Wir kennen Blackie, Jungs. Der vergisst das sofort. Ja, Sebastian, die wollen hier ein spannendes Spiel bieten. Lukaku Junior, Manu verliert den Ball gegen Yannick. Der macht die Drecksarbeit im Mittelfeld. Nikolas mit dem Ball gewinnt. Ben unten. Ben kriegt den. Der ist 12, der ist schnell. Alter, der Torwart, der prediktet aber krass, ne? Man könnte einfach mal drauf schießen. Der wäre safe reingegangen jetzt, hätte Ben geschossen. Einfach mal fresh schießen. Ja, pfeift der Schiri abseits. War vielleicht eine kleine Abseitsfalle. Ey, wirklich, der Torwart hat übelst Eier von denen. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Auf Oli Kahn angelehnt. Eier, wir müssen Eier zeigen. Oder wie auch immer das Zitat geht, Jungs. Oh, Rex gegen Shaqiri. Er ist auch wendig wuselig auf den Außen. Ja, Philipp, ich sag's. Wären schon zwei gute Chancen gewesen, einfach mal drauf zu hämmern da. Bordon. Also spätestens jetzt müssten die es gesehen haben, dass man da beim Torwart was machen kann. Ecke hier von Dybala ist to go. Aber Butzer. Jetzt Nikolas gewinnt den Ball. Yannick macht Spiel langsam. Ist aber auch richtig so. Erstmal wieder Ordnung reinkriegen. Nicht zu hektisch. Mirko, Sachse. In Rom, Butzer bietet sich gut an. Jetzt die Lücke, Yannick. Gefährlicher Ball, aber man kann Dijk so anspielen. Ben, jetzt komme ich, das ist aber ehrlich krass, ne? Als wäre es ein Spieler, der gerade spielt. Junge, schon wieder hätte der draufgezogen. Ben, nächstes Mal, wenn du Ball hast, einfach voll drauf, Junge. Scheiß drauf. Im Endeffekt, der wird nicht damit rechnen, da kriegst du eine Ecke spätestens. Mindestens. Spätestens, alles gut, Michi. Ah, Einwurf für uns. Sagst du. Vielleicht ein Markenzeichen, den Einwurf fake zu machen. Vielleicht auch zwei. Aber auch niemand frei. Außer Mirko. Yannick. Nicht im Abseits. Nico knallt das Ding weg. Torwart springt noch. Den hätte er, glaube ich, aber nicht halten können. Ben. Auf Van Dijk. Wen sonst? Van Dijk. Yannick. Ben, nicht im Abseits. Michael kommt gerade noch davor. Sachs hat eben schon versucht, Ecke reinzudrehen, hat aber nicht geklappt im ersten Spiel. Gegen Kupania. Ben. Jetzt Van Dijk. Mit Kopf! Er macht mit Kopf. Er hat so viel Zeit. Nimm an. Macht Fallrückzieher alles, aber doch nicht mit Kopf. Wobei Dijk hat auch die Wucht, einen Kopfball da reinzuknallen. Ja, komm, LOB, Jungs. Alle an einem Strang ziehen. Ben, Übersicht. Yannick, guter Ball, der kommt an. Fall einfach mal drüber. Jetzt, nimm ihn mit. Nikolas, nimmt ihn mit. Yannick. Bring das Ding
Kommt nicht an. Die Ball heißt to go. Auf Kuba. Nimmt in der Mitte Pro Evotion mit. Oder wie auch immer. Manu, Lukaku Junior. An dem kommt keiner vorbei. Ich sag's euch so, wie es ist. Sag's er überragend. Mirko Junge macht die Meter. Hätte er vielleicht durchziehen können, aber macht er gut. Butzer mit Au. Ich glaube, den wollte er nicht dahin. Aber er kommt an. Aber der kommt an von Sachse. Digga, war das ein Fallzieher? Und dann Kopfball. Vielleicht der lange Ball. Ich denke, der kommt wieder Richtung Dijk. Nee, der kommt auf Nikolas. Er nimmt den Volley. Ich finde, da muss man mehr aus den Chancen machen. Vor allem bei so, wenn man jetzt 3 gegen 4 gegen 3 verteidigen muss. Das ist eine Gefahrenlage, Michael. Mal gucken, was er machen kann. Und die Ballerstuka mit dem Schuss Ecke. Gefährlich in der 82. Minute. 8 Minuten hier noch zu spielen. Mit Nachspielzeit. Blackie, den muss er haben, fängt ihn. Sehr stark. Spiel beruhigen. Genauso. So nicht anders. Ben, Lukaku. Jetzt oben Sachse mitnehmen. Er muss ein bisschen steiler kommen. Sachse mit Übersteigern vorbei. Mirko bringt das Ding nochmal. Nimmt Sachse mit. Ich glaube, da muss er flanken. Ich glaube, da ist es zu eng auf der Seite und zu gefährlich, hier in den Konter zu laufen, wenn man in Dreierkette spielt. Teig. Lukaku Junior, spiel den Ball. Nikolas. Zu viele Fehlpässe im Mittelfeld. Zu viele falsche kleine Entscheidungen. Vielleicht ein bisschen zu nervös. Was macht Sachse denn da? Jetzt. In den 90. Jungs. Ich spür's. Aber Pro Evotion spür's nicht. Hinten rum. 3 Minuten gibt's oben drauf. Ey, ich weiß nicht, wenn es hier nach Elfer schießen oder so gibt, ne? Ich weiß. Oh, Janne, komm, Junge, komm. Schick Sachse! Schick Sachse! Mach ihn! Butzer! Ey, das wäre das gewesen. Also ich glaube, Butzer, der hätte da noch ein bisschen Zeit gehabt. Ich hätte nochmal gepasst. Ich hätte nochmal rübergelegt. Aber Baxter, ey, der hat wahrscheinlich gerade schon gedacht, das war's. Sachse, krasse Chance gehabt jetzt. Sachse gewinnt nochmal den Kopfball. Mirko auf Janik. Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen. Also ich kann auch nichts draus machen. Ey, das muss hier eigentlich 3-0 ausgehen. 10 zu 2 Schüsse. Und Sachsen hat keine Ausdauer mehr. Der ist platt. Hier im Circle in die Tor gestand. Stand, Jungs. Perfekt. Wir sehen hier, wie die Jungs noch mal ein bisschen Magnesium zu sich nehmen. Sich noch mal ein bisschen dehnen. Ein bisschen Kräfte sammeln. Danke, Hedy. Ja, Philipp. Guck mal, die sind im Finale 90 Minuten 0-0. Ist krass. Die können zwar. Die hatten auch eine gute Chance hier. Die Baller ist to go. Hat hier ein gutes Ding gehabt. Kann er reinmachen. Aber ich Hedy nochmal danke. Und freut mich, dass es dir gefällt. Pardon, Junge. Ja, nee, komm. Komm, Nico. Ey, der wird doch gelegt. Das ist vielleicht eine Chance. Mal wieder was zu probieren. Was sieht Sachse da? Sachse, jetzt mach keinen Faxen. Nikolas! Ja, aber das bringt auch nichts. Klare Torchancen spielen, Jungs. Manu mit Fallrückzieher, krass. Brasilianisch geklärt. Teig, Junge. Mirko, Sachse, komm aus dem Abseits raus. Ach da. Guter Ball! Nikolas, den. Also Jungs, den kannst du annehmen, da kannst du Torwart fragen. Links wissen, rechts wissen, oben wissen, unten, dann suchst du die Ecke aus. Aber
so nicht. Hey, muss rein. Und dann so ein Ballverlust. Aber Lukaku, ich sag euch, Lukaku Junior verliert nie einen Zweikampf. Ultimate Team, ich will den haben als Sechser. Wer ist Vieira, wenn ich Lukaku Junior haben kann? Der ist krank. So ein Tier. Nikolas macht die Meter. Der hat scheinbar noch Ausdauer. Der hat noch Bock. Holt einen Einwurf raus. Ich sag euch, er hat einen Fake-Einwurf gemacht. Ich spiele einfach hinten rum. Lang hinten. Oh, noch einen Einwurf rausgeholt. Nimmt man mit. Varan. Butza. Die spielen ein bisschen nervös. Krass. Pro Evotion. Mit dem langen Ball. Rex klärt. Sachse. Sachse. Ja, Sachse macht's okay. Sachse macht's gut. Der spielt nicht so hektisch. Der spielt, als wäre es ein normales Spiel. Nikolas, nimm ihn doch mit nach hinten. Zu spät. Janik, du musst da raus. Müsst euch da rauskommen, wenn ihr nicht wieder in die Lücke rein, die einfachen Bälle mal suchen. Freunde. Bei aller Liebe. Es geht einfacher, das Spiel zu gewinnen. Die Gegner, die kämpfen sich hier gerade irgendwie ins Elfmeterschießen. Ich glaube, die wissen selber nicht, wie jener für 105 Minuten noch 0-0 stehen kann. Also da waren jetzt ein paar Hochkaräter dabei, die müssen rein. 11 zu 2 Schüsse. Hier die Passgenauigkeit, 75%, die muss auf 80 sein in einem Pro-Club-Spiel, mindestens. Das ist zu viel, zu viele Fehlpässe. Ich glaube, Sachse, den kann sie gar nicht mehr schicken. Yannick, aka Messi, auf der 10, auch schon ein bisschen müde. Der LOB wird sich jetzt hier zusammenreißen und spätestens im Elfer schießen. Wir haben sichere Schützen. Wir haben wirklich sichere Schützen. Ich glaube, einen Sachse, einen Nikolas, einen Yannick, einen Mirko. Wobei ja Yannick ja schon einen vergeben hat, aber hat mir versprochen, den nächsten macht er. Einen Blacky, ich glaube, einen Blacky, der kann auch einen Elfer schießen. Einen Lukaku Junior, einen Butzer mit Erfahrung. Ich glaube, für Elfmeterschießen haben wir die Erfahrung und die Qualität, die Elfmeter reinzumachen. Vor allem auch mit einem Blacky im Tor, Yannick. Wie du sagst. Der Yannick, der hat es mir versprochen, den nächsten macht er. Den nächsten macht er. Nachdem er den verschossen hat, den letzten. Aber jetzt heißt erstmal die letzten 10 Minuten. Hinten auf jeden Fall erstmal die Null halten. Aber ich würd einen 10er auf Yannick setzen, dass er trifft, wenn er heute schießt. Wenn jemand eine Wette gegen machen will, gerne. Gerne. Butza. Lukaku Junior. Da ist er! Nico, Kopfball! Yannick! Yannick, ja! Komm, Yannick, komm! Let's go, Jungs, let's go! Ich hab 115. Minute. Komm! 114. Junge, krank, Alter, krank, aber so verdient. So verdient, der musste rein. Spätestens der. Und jetzt Nikolas, mach's, Junge, mach's. Das ist doch ein Rückpass, Jungs. Das ist doch ein Rückpass. Spielen wir ohne Regeln oder was? Spielen wir auf dem Bolzplatz. Der gibt den Ball zum Torwart.
Gute Freistoßposition nochmal. Shaqiri. Also wenn, dann müssen sie jetzt machen. Wenn, dann jetzt. Kurz. Kuba. Aber was bringt ein Flanken gegen Dijk? Und jetzt der Konter. Steht noch dreimal hinten, Alter. 118. Minute. 1-0 hinten. Ja, viele Chancen hat verspielt, Philipp. Ich bin voll bei dir. Darf nicht so lang gehen, das Spiel. Junge, Blackie akrobatisch. Holt den aus dem Winkel mit Fuß, alles. Krank, Blackie. Ich hoffe, dem geht's gut. Aber der kann Abstöße, Jungs. Einfach weit raus. Und jetzt Nicolas. Nimm Yannick mit. Nimmt ihn mit. Nimm Ben mit. Ben. Jetzt nimm Nicolas mit. Nicolas macht ihn. Und da ist die Entscheidung, Jungs. Wir sind Pokalsieger. Aber Nicolas, eigentlich, ey. Den muss er einfach nochmal rüberlegen. Dann ist er auch 2-0 auf Safe. Aber dass der dann reingeht, unfassbar. Diese Schusstechnik. 2-0, Jungs. Pokalsieger. Wir haben den Pokal, Jungs. Butzer, Junge, komm, du Tier. Einfach schwerer gemacht, als es war, Jungs. Viel schwerer gemacht. Das Ding hier muss an 90 Minuten 3-0 stehen. Junge Blackie, ich hoffe, dir geht's gut, nachdem du dich gerade so verrenkt hast. Ich hoffe, alles okay. Hätte nie irgendeinen da reingeknallt, ne? Junge Ben, starkes Spiel gemacht. Sehr stark. Mirko, auch krass gespielt, Mirko. Hätte ich einmal auch belohnen können. Hast eine gute Chance gehabt. Lukas Günni hier, 1,60 Mann auf den Außen. Der braucht mehr Ausdauer, Jungs. Ich sag so, wie es ist. Nach 90 Minuten, der war platt. Der braucht Sauerstoff, zählt alles. Aber wirklich, ey, die ganze Mannschaft hier komplett reingehasselt, komplett gearbeitet. Und ich habe gehört von Sachs, es gibt einen Pokal. Sachs meinte, es gibt einen Pokal. Mal gucken, ey. Knossi hätte das auch wahrscheinlich gefeiert jetzt. Knossi hätte auch gefeiert. Aber sie wollten mich als Kommentator, nicht Knossi. Kann ich auch verstehen. Spaß. Aber krasses Spiel, Jungs. Aber ich habe die ganze Zeit gezittert. Ich war wirklich... Als hätte ich gerade Champions League Finale selbst gewonnen. Unfassbar. 25 Zuschauer. Mächtig, Jungs, mächtig. Verdient aber auch, verdient. Wirklich. Die harte Arbeit in der ganzen Saison. Die harten Trainingseinheiten. Vor allem.